Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jade Dynasty. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge sind wir ja hier auf dem Bambusgipfel angekommen. Wir wurden hierher geschickt von Jesa, denn auf Berg Yadeon wollte ja uns niemand etwas über Shaw, den zweiten Überlebenden des Massakers, erzählen. Und Jesa meinte, dass hier wohl seine alte Ausbildungsstätte war und dass wir hier doch ein bisschen mit unserer Recherche fortfahren sollen. Und das werden wir natürlich auch gleich tun. Ich wollte mich hier noch ein wenig mit euch umsehen. Zum Beispiel kann man sich hier drüben mit dem Hundchen unterhalten. Großer Jella. Schauen, was er zu sagen hat. Wow, wow. Okay. Und diese Flagge hier, die kann man auch anwählen. Da wollte ich noch schauen, ob man da irgendwas machen kann. Zum Bambusgipfel. Schlachtfeld Bamboo betreten. Ah, okay, das ist für PvP dann wahrscheinlich. Das traue ich mich erstmal nicht. Vielleicht irgendwann einmal mal sehen. Und hier haben wir Amantla. Sehr schöner Name. Gefällt mir auch gut hier mit seinen Würfeln, wie er hier zaubert. Reden wir mal mit ihm. Wenn 9 Leute einen Preis erhalten würden, wäre ich mit Sicherheit der 10. Oh, armer Kerl. Bambusgipfel. Shaw Danon sah so klein aus, als er ganz am Anfang von unserem Meister hierher gebracht wurde. Zu dieser Zeit spielte ich noch mit ihm. Unser Meister hielt ihn für durchschnittlich. Daher trainierte er ihn nicht selbst, sondern wies ältere Schüler an, ihm unsere Regeln und die von Dagus beizubringen. Als eine seiner Übungen wurde ihm aufgetragen, schwarzen Bambus zu schneiden. So vergingen 3 Jahre. Die Zeit ist so schnell vergangen. Auch wenn er nicht übermäßig intelligent war, so war er doch sehr fleißig. Am Anfang konnte er nur einen schwarzen Bambus abschneiden, am Ende waren es 7 oder 8. Er machte keine großen Fortschritte in seinen Yadeon-Fähigkeiten, doch sein Körper wurde immer stärker. Schwarzer Bambus, ist er schwer zu schneiden? Okay, das ist jetzt wieder Englisch. Okay, er sagt uns jetzt, wenn wir es selber probieren würden, wüssten wir, wie schwer das zu schneiden ist. Und ich sage dann jetzt, ich versuche es einfach. Wo müssen wir denn da hin? Da unten zu Hidi. Ah, da sieht man auch nochmal die Zusammenfassung. Sehr, sehr schön. Isa verbindet mit Shaw Danon eine enge Freundschaft, da er glaubt, dass der ehrliche und einfache Shaw niemals ein rücksichtsloser Mann sein könnte. Jedes Mal, wenn jemand Shaw Danons vergangene Taten erwähnt, kann Isa nur herzlich lachen. Isa meint, die Schüler am Bambusgipfel verehrten Shaw auch sehr und dass sie schon immer an ihn geglaubt hätten. Amantla musste lachen, als er davon sprach, wie er Shaw Danon zum ersten Mal gesehen hatte. Später wurde Shaw Danon in den Dunkelbambushain gebracht, um seine Ausbildung zu beginnen. Sein Schicksal war von da an aus abgemacht. Redet mit Hidi im Dunkelbambushain, um mehr zu erfahren. Okay, das machen wir natürlich. Hier oben ist auch noch eine Quest bei Xavion. Dann gehe ich da vielleicht mal zuerst hin. Hallo. Ich frage mich, was Bakom vorhat. Ah, 10 Herolde der Unterwelt 2. Devi hat mich gebeten, euch diese Worte von ihm zu übermitteln. Gut. Er sagte, er hätte neue Befehle von den Herolden der Unterwelt. Sie haben euch eine andere Aufgabe aufgetragen. Wollt ihr sie angehen? Natürlich. Diesmal ist es Lord Shukang, der 2. Herold. Seine Hauptaufgabe ist die eisige Höhle. Die Menschen an diesem Ort leiden wegen der großen Übel, die sie in ihrer Lebenszeit begangen haben. Ihre Bestrafung entspricht dem Übel, das sie in ihrem Leben getan haben. Okay. Ist das jetzt eine Instanz? Ich bin mir nicht sicher. Scheint aber nicht so zu sein. Ah, hier unten. Okay, da muss ich Schneuznasenräuber töten. Die Herolde der Unterwelt sind für die Bestrafung für Böses und die Wiedergeburt der Toten verantwortlich. Ihr seid von Scavio, da
beauftragt worden, euch als Herod zu betätigen und Jascho zu töten, um die Wut und die Missgunst derer zu lindern, die durch die Hände der Jascho gestorben sind. Tötet die Schneuznasenräuber im Auftrag Lord Shukans, dem zweiten Herold der Unterwelt. Alles klar. Das sind ja wieder recht viele. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal zu Hidi. Mal schauen, wo wir da hin müssen. Oh, und ganz wichtig, das sehe ich hier unten gerade wieder. Bevor wir zu Hidi gehen, möchte ich mir gerne hier unten das Portal holen, damit ich mich hier jederzeit wieder hin teleportieren kann. Und ich habe hier auch noch die eine Quest offen, in der Nähe von Sonnenstrom. Die habe ich leider die ganze Zeit etwas außer Acht gelassen. Eigentlich wäre es auch klug, die zuerst mal zu machen. Denn da werden wir mit Sicherheit auch nochmal hier in die Gegend geschickt als Folgequest. Ja, vielleicht gehe ich erstmal zu Jinpato. Hab ich's? Ja, okay. Dann würde ich Jinpato. Der ist Gegend der Grastempelruinen. So, große Karte wahrscheinlich. Sonnenstrom. Und hier Grastempeldorf. Okay. Und jetzt müssen wir zu Jinpato. Mal schauen, wo der sich befindet. Ach, okay, der ist ja in Sonnenstrom direkt. Moment, Moment. Dann habe ich mich falsch teleportiert. Sowas. Das hätte ich mal vorher sehen sollen. Okay, dann gehen wir jetzt nach Sonnenstrom direkt. Aber ist ja kein Problem mit dem Teleportieren. Hätte ich das jetzt alles laufen müssen, das wäre natürlich ärgerlich gewesen, aber so. Nicht so schlimm. Jetzt dauert das gerade ein wenig länger. Wahrscheinlich, weil ich mich gerade vor kurzem schon mal teleportiert habe. Ah, alles klar. So, jetzt aber Jinpato. Der befindet sich... Oh, ich weiß gar nicht, ob das wirklich hier... Das scheint gar nicht in Sonnenstrom direkt zu sein, nur in der Nähe davon. Schauen wir mal, wo wir da hingeschickt werden. Ich sehe hier auch jede Menge Quests. Allerdings sind das, glaube ich, größtenteils Dailies und Handwerksquests. Die werden wir uns so nach und nach mal anschauen. Denn hier nach Sonnenstrom werden wir immer und immer wieder geschickt. Das ist ja unsere Hauptstadt. Also da verpasst ihr auf keinen Fall irgendeine Quest. Oh, doch, er ist hier in Sonnenstrom. Nein, das ist sogar ein Mädchen. Okay, eine Sie, Shin. Keiner kann es mit meiner Anmut, Kraft und Schönheit aufnehmen. Haha, okay. Die ist ja sehr selbstbewusst. Okay, jetzt ist es wieder Englisch. Okay, sie braucht wohl Hilfe. Und bei was braucht sie jetzt Hilfe? Anpassung. Ich war so auf einen schnellen Erfolg der Erleuchtung bedacht, dass ich mich selbst schwer verletzt habe, als ich versuchte, meine Grenzen zu überschreiten. Ich hatte dies niemals erwartet. Jetzt kann ich meine Macht nicht weiter verbessern und innerhalb der Lupinen braut sich Ärger zusammen. Was stimmt nicht mit den Lupinen? Dies geschieht alles wegen Parvin, meiner jüngeren Lehrlingsschwester. Sie erfuhr von den Anweisungen, die die Gründerin der Lupin, Madame Chimes, auf dem Totenbett gab und verwendet dieses Wissen nun gegen mich. Wie lauteten die Anweisungen? Madame Chimes wies an, wer den Esper-Glocke der Lupin trägt, soll der Anführer der Lupin sein. Der Esper wird jedoch heute von den Fim aufbewahrt und dient ihnen zur Bewahrung der Seele von Bilo. Es wäre also schwierig, ihn zu stehlen. Parvin nutzt dieses Wissen. Sie sollte euch nicht so behandeln. Das ist jedoch nicht das Schlimmste, da sie weiß, dass sie nicht genauso stark ist wie ich, verbündet sie sich sogar mit Zaras Schülern mit der Absicht, mich zu verdrängen. Ich werde dafür sorgen, dass sie ihr Ziel nie erreichen wird. Löscht bitte die Zaras Schüler für mich aus. Okay. Da wurden jetzt ganz viele neue Fraktionen erwähnt. Wo sind die denn? Schauen wir mal.
werden mir ja... Ah, okay, die sind irgendwo ganz anders. Da werde ich hier... wo werde ich denn da hingeschickt? Das ist eine ganz schön große Strecke. Ich überlege gerade, das sind ja auch wieder 20. Moment, Moment. Ja, doch, laufen wir wenigstens mal hin. Und dann schauen wir mal, wie schnell das vonstatten geht. Denn so lange Wege möchte ich euch eigentlich ersparen, aber ich bin auch kein Freund davon, die Videos zu sehr zu beschneiden. Ich weiß allerdings jetzt nicht, das sieht fast so aus, als ob das sogar ins nächste Gebiet führen würde. Auf der anderen Seite, diese Welt hier von Shade Dynasty ist ja so schön gemacht, auch mit der schön beruhigenden Musik. Da ist es vielleicht gar nicht so schlimm, wenn ihr hier ein bisschen was von der Welt auch seht. Da sind wieder die niedlichen Kaninchen. Über die habe ich mich ja schon, ich weiß nicht in welcher Folge, auf jeden Fall habe ich mich da schon dran erfreut. Die hoppeln so niedlich. Oh, das sieht jetzt nach einem ganz anderen Gebiet da hinten aus. Nicht mehr so grün. Denke ich mir zumindest, dass das ein neues Gebiet ist. Mal auf die Karte schauen. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich kein Busmount, nenne ich es ja immer gerne, bekomme, um ins neue Gebiet geschickt zu werden. Bisher hat man ja immer eine Flöte oder so ein Phönix oder irgendetwas anderes bekommen, das einen in den neuen Bereich gebracht hat, wenn der weiter weg war. Aber dieses Mal muss ich laufen. Ich sehe hier oben gerade auch, ich kann mir neue Preise abholen. Das möchte ich natürlich hier nicht ausschlagen. Vielen Dank. Oh, ich glaube, hier sind wir schon. Okay, das ging jetzt gar nicht, hat gar nicht so lange gedauert, wie ich dachte. Wunderbar. Oh, die stehen auch alle schön hier auf einem Haufen. Das schreit ja förmlich nach meiner Massenattacke. Ich möchte mir hier nur gerade mal den... Wo ist hier der Schildkrötenkristall? Habe ich keinen bekommen dieses Mal? Doch. Was haben wir hier? Oh, Level 15 Truhe. Okay, ich muss hier ganz dringend mal mein Inventar aufräumen. Das sieht ja schlimm aus. Tigerkristall und Schildkrötenkristall. Da werden ja meine Werte verstärkt. Oh ja, und die kann ich auch aufmachen. Hier oben die Truhen, aber ich brauche Platz. Okay, also muss ich mir merken. Verkaufen, ganz, ganz dringend. Aber ich denke, hier nach dieser Quest werden wir ohnehin wieder nach Sonnenstrom geschickt. Oh, die sehen ja schick aus hier, die Ladies. Hilft ihnen aber auch nichts. Huch. So. Wow. Oh, da ist noch einer. Wo rennt der jetzt hin? Muss ich den angreifen? Ich bin mir unsicher. Oder sollte ich den lieber in Ruhe lassen? Ich ziehe dem gar nichts ab, nicht? Ist das... Oh, oh, das ist eine Elite oder sowas. Okay, ich gehe dann mal. Ich glaube, den sollte ich nicht angreifen. Dem habe ich ja überhaupt nichts abgezogen. Okay, dann gehen wir jetzt noch zu Jin zurück. Beziehungsweise ich habe doch hier ein Städteportal. Das kann ich ja nutzen. Da müsste ich jetzt eigentlich in Sonnenstrom rauskommen. Das sieht ja auch klasse hier aus mit dem ganzen Leuchten. Ich stehe da ja voll drauf, wenn es so leuchtet und glitzert. Typisch Mädchen halt. So, jetzt sind wir hier wieder in Sonnenstrom. Das ging ja schneller als gedacht. Gut, dass ich das noch mit euch gemacht habe. Bin ich mal gespannt, ob es da jetzt noch eine Folgequest gibt. Ich denke aber schon. Wahrscheinlich werde ich die dann aber nächste Folge machen. So, da sind wir schon. Da hinten steht die Gute, die ein wenig zu sehr vielleicht von sich eingenommen ist, aber sie scheint ja auch die neue Chefin von den Lupins zu werden. Hm, okay. Habt ihr Zaras Schüler schon ausgelöscht? Ja. Gut gemacht. Jetzt ist alles unter meiner Aufsicht. Was um alles in der Welt werdet ihr unternehmen? Schaut, wisst ihr, was dies ist? Die Glocke der Lupin? Wie kommt es, dass ihr sie besitzt?
Es ist eine Fälschung. Ich werde etwas Gift der Zuneigungsblume auf die Glocke geben. Dann könnt ihr sie Pavin überreichen. Wenn sie vergiftet ist, kann sie mir nicht mehr entgegentreten. Dann kann es niemand wagen, meinen Platz in Lupin anzufechten. Oha, die will sie vergiften. Nein, ich werde euch niemals dabei helfen, anderen zu schaden. Wirklich? Um euch die Wahrheit zu gestehen, ihr seid ebenfalls vergiftet. Macht euch dabei aber keine Sorgen. Euch vergiftet nicht die Zuneigungsblume und ich kann euch das Gegengift geben. Unter der Voraussetzung, dass ihr mir diesen Gefallen erweist. Boah, die ist ja fies hier. Ich werde es überdenken, sagen wir. Gesteuert werden. Wie sieht es aus? Habt ihr euch entschieden? Um es deutlich zu machen, wenn ihr mir helft, seid ihr der Wohltäter von mir und Lupin. Falls ihr mir die Hilfe verweigert, gibt es für euch keinen anderen Ausweg als zu sterben. Ich würde eher sterben, als euch zu helfen. Oh, ihr seid ein Mensch mit Persönlichkeit. Ich mag diese Art von Menschen. Eigentlich bin ich ja kein Mensch. Um euch die Wahrheit zu gestehen, ihr seid nicht vergiftet. Da ihr nicht wollt, werde ich euch nicht zwingen. Ich habe viele Leute, die dies für mich tun können. Ich sage es besser gleich Pavin, sie soll vorsichtig sein. Okay, ich glaube, da sind wir so zwischen die Fronten zweier konkurrierenden, eventuell zukünftigen Anführer der Lupin geraten. Aber ich würde sagen, dann reden wir mit Pavin erst nächste Folge. Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zusehen und bis bald.